Hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Lim und in diesem Video möchte ich mit euch über den Altcoin Modum sprechen. Was sich hinter diesem Projekt verbirgt, möchte ich euch erstmal hier mitteilen. Erstmal, Modum verbindet die Sensortechnik mit der Blockchain. Dadurch können beim Transport die Temperatur, Feuchtigkeit, Wärmeentwicklung gemessen werden. Anwendungsgebiete unter anderem für die Pharmaindustrie, die Daten halt den Transport überwachen kann. Aktuell sind Verhandlungen von dem Projekt, also vom Modum mit der Schweizer Post, ja, die stehen aktuell in Verhandlungen. Und im Team von Modum befindet sich unter anderem der Pascal Degen, der bei Novartis als Leiter für den Bereich Sterile Packaging zuständig ist. Das heißt, er ist immer noch in der Firma beschäftigt bei Novartis, der sechstgrößte Pharmahersteller weltweit. Das spricht natürlich auch für Modum, dass man da halt gute Kontakte schon hat. Und was auch noch dazu kommt, ist, bei Modum sind unter anderem auch zwar im Team zwei Professoren von der, ich glaube, Universität in Bern. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, muss ich einmal kurz reingucken. Mal schauen hier, habe ich die Seite schon auf von Modum? Da, genau, von der Züricher, genau, einmal von Zürich, von der Züricher Uni und von St. Gallen. Diese Universitäten sind schon sehr, sehr hochwertig zu betrachten. Das heißt, dass wenn dann so Professoren da auch in so einem Team noch mit dabei sind, das spricht natürlich auch noch für das Projekt. Ja, also letztendlich ist Modum für mich jetzt persönlich ein sehr interessanter Coin, vor allem hinsichtlich der Sensortechnik, der Pharmaindustrie, der Verbindungen zu der Pharmaindustrie, die halt vorhanden sind, sind für mich schon auch ein gutes Indiz, dass der Coin im Jahre 2018 sehr, ja, gut ansteigen kann. Und daher habe ich mir auch ein kleines Portfolio erstmal davon zugelegt. Und wollte das, wie gesagt, auch mit euch einmal teilen, weil Modum befindet sich, glaube ich, aktuell bei CoinMarketCap auf Position, ich glaube, auf Position 150 oder so, also auf, sprich auf der zweiten Seite. Man muss natürlich immer auch vorsichtig sein bei den Coins, die gerade nicht in Top 100 sind oder gar in den Top 50. Das ist natürlich dann halt ein größeres Risikoinvestment. Aber wie gesagt, dieses Projekt fand ich einfach sehr interessant. Ihr könnt halt sehen, heute, den 29.12.2017, hat Modum aktuell einen Preis von 3,94 € und ist auch die letzten Tage ganz gut angestiegen. Trotzdem finde ich, ist Modum ein sehr interessantes Projekt. Was man aber auch, wo man halt nicht unbedingt von erwarten kann, dass das in den nächsten 1, 2, 3 Monaten ja, nach oben schlägt, sondern wirklich als Investment für 1, 2 oder auch gar 3 bis 4 Jahre. Also das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, wenn man sich für diesen Coin entscheiden sollte. Was ich auch sehr gut finde oder sehr interessant finde, ist, dass der Coin halt bei 27 Millionen halt, also eine Auslieferung von insgesamt 27.266.000 Stück begrenzt ist. 18 Millionen sind jetzt schon ausgeliefert oder sind schon im, ja, in den Börsen vorhanden. Und ja, ich denke einfach, Modum ist halt ein Coin, der noch relativ unter dem Radar ist und daher auch vom Preis noch etwas unterbewertet, ja, scheint. Daher einfach meiner Meinung nach ist das ein interessanter Coin. Also ihr müsst letztendlich auch selber eure eigenen Recherchen machen. Ich wollte einfach nur einen kleinen Überblick euch verschaffen über diesen Coin, den ich halt sehr interessant finde und das Projekt, was natürlich dahinter steckt. Und daher bitte macht eure eigenen Recherchen. Ich bin halt kein Anlageberater und es ist halt einfach nur meine persönliche Meinung, die ich jetzt hiermit wiedergeben wollte. Letztendlich werden wir ja sehen, wo der Coin in der nächsten Zeit landen wird. Ich bin da sehr zuversichtlich, weil es, ja, das ganze Projekt finde ich einfach schon sehr interessant und auch die Verbindung, wie ich schon gesagt habe, zur Pharmaindustrie, wo der, ich kann ja nochmal die
die PowerPoint kurz aufrufen, der Pascal Degen halt selber noch bei Novartis drin ist und da halt als Leiter für den Bereich der sterilen Verpackung zuständig ist. Und das ist natürlich ein großes Thema halt für die Pharmaindustrie, dass die Lieferungen halt immer dauernd überwacht werden können, gerade bei sehr sensiblen, Pharmazeutika. Und ja, finde ich generell sehr interessant. Bin ich mal gespannt, wie das da halt weitergeht. Das war's auch jetzt schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte lasst einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, nutzt unbedingt den Kommentarbereich unter dem Video. Abonniert meinen Kanal, es folgen dauernd neue Videos. Ich wünsche euch noch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.